Woche Nummer 3, 2023, 99 Tage, 54.000 Puzzleteile zusammengebaut. Bauern auf der Straße. Und was sollte man machen, wenn man in Eis eingebrochen ist? Über ganz Deutschland denen die Bauer mit ihren Traktoren letzte Woche auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die Streichung der steuermäßige für Agrardiesel zu Unmut. Die europaweite Proteste der Bauern können jedoch nicht einfach in einen Topf geworfen werden. In jedem Land sind die Auslöser anders. In Deutschland sind es die Subventionen für Agrardiesel, in Spanien die Kürzung von Wasserzuteilungen und in Frankreich die Kosten für Bewässerung und Treibstoff sowie die EU-Agrarpolitik. Hans-Josef Schacht hat in 99 Tagen in Saarland eine Puzzle von 54.000 Teile gepuzzelt. Er hat darauf einen Antrag bei der Weltrekordbehörde oder Verein gestellt. Nach wenige Wochen später hat er eine Antwort bekommen. Er hat seine Urkunde im Wohnzimmer auf der Hand und noch ein paar weitere für seine Tochter und Sohn bekommen und sagte, und dies sagte er denen über der Deutsche Presseagentur. In Eis eingebrochen, wie sollte man sich richtig verhalten? In Fürth gab es letzten Fall am Wochenende, ist ein 9- und 10-jähriger Personen in Eis eingebrochen. Erstens, man sollte immer schauen, ob irgendwelche Schilderungen zu sehen sind auf dem Eis, ob irgendwie markiert ist, betreten verboten oder betreten erlaubt. So, das erklärt immer der BD, die deutsche Rettung DLRD und ob man echt betreten darf, ja oder nein. So, wenn man in Eis eingebrochen ist, sollte man in allererster Linie Ruhe bewahren und wenn man nah am Rand ist, versuchen, dieses Eis ein bisschen zu beiseite zu ja, schlagen, sodass man irgendwie sich selber irgendwie sich befreien könnte. So, wenn das alles nicht geht, immer noch Ruhe bewahren. So, wenn und dann einfach weiter versuchen. Wenn man eine andere Person sieht, dass die gerade eingebrochen ist, Ruhe bewahren, Notruf absetzen und zu Hilfe eilen, aber nicht rennen, sondern schauen, wie kann man der Person am besten helfen, was für Mittel sind verfügbar. Und dann Schritt für Schritt
du versuchen. Am besten mit einem Brett. Oder wenn man weiter weg ist, am besten auch mit einem, wenn man eingebrochen ist, dann sich irgendwie relativ breit machen und so Schwimmbewegungen machen, sodass man irgendwie versuchen kann, wo ist wieder das Eis stärker und da dann eben rauszuklettern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und dann die Person in die stabile Seitenlage bringen und die Herz-Lungen-Wiederbelebung reanimieren. Ja, das waren auch schon wieder die nächste Woche von der Woche Nummer 3. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann hoffe ich auch, dass es vielleicht bald ein bisschen wärmer wird und nicht ständig so kalt wird. Damit habt eine schöne Woche. Schönen Tag. Tschüss.